Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelum, zu einem neuen Netztest. Willkommen zurück, Gamescom-Woche. Ich bin im Demo-Version-Suchten und wir spielen in Juggler's Tale. Ein Spiel, was ich beim Gronkh im Livestream mal ganz kurz gesehen habe. Der hat mal so ein Livestream gemacht, wo ein paar Indie-Games von der Arena Booth online angespielt hat. Und ja, habe ich schon kurz bei ihm gesehen, ganz kurz reingeguckt. Habe ich noch wenig spoilern lassen, so ein bisschen kenne ich das schon. Gut, ich würde sagen, ist die Musik in Ordnung? Sound und Sprache, German, ja, sehr gut in Deutsch. Das mag ich doch. Musiklautstärke. Können wir den ein bisschen leiser machen? Ja, hier, ja, komm. So. Ja. Okay, machen wir es noch ein bisschen leise. Nein, komm, das ist so in Ordnung. Okay. Ja, Subtitles lassen wir erstmal an. Na dann, starten wir ein neues Spiel. Legen wir los, starten wir die Demo-Version in Juggler's Tale. Auf geht's! Kommt herbei! Kommt alle herbei, ihr tüchtigen Leute! Wer will eine Geschichte hören? Ich. Schon gut, schon gut. Unsere Heldin ist keine von denen, die wir für gewöhnlich in Märchen erwähnen. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen? Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein. So könnte es genauso ich kann gut schon das eure sein. Sehr schön, wir spielen hier die Marionette und können nur zweidimensional bewegen. Bis jetzt. Aha, jetzt sind wir hier in einem Dorf. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Zirkus in edle Gewande. Das erinnert mich gerade so ein bisschen. Zirkus treiben, möchte Abby sich euch zeigen. Das hält mich gerade so ein bisschen an Harveys neue Augen. Ganz kleine bisschen. Die Steuerung rechts, um Objekte zu ziehen und verschieben. Okay. Verstehe. Oh, Box. Bewegt sich. Bis, da gab es ja auch den Sprecher, der so immer die kleine Lilly ermahnt hat, so. Aber Lilly, die bedacht, das muss so. Keine Ahnung, wie das war. Irgendwie so. Wir schieben mal die Box hier hin. Wir nehmen mal die Box und schieben sie woanders hin. Ja. Tür öffnen wäre zu einfach gewesen. Jo. Über den Fluss. Ganz vorsichtig, der Froschkönig in den Fluss hinein. Na los, kleine Abby. Okay. Zeig uns mal, was du kannst. Steuerung rechts, um mit Objekten zu interagieren. Ach so, jetzt kann ich schießen. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht, oder was meint ihr? Ja. Juhu. Steuerung. Und jetzt schießen. Na komm. Das macht sie toll. Ganz toll. Okay. Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sie schreitet. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Aha, die Musik wird immer lauter. Ja,
Wir hängen hier ja dann kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Ein Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Ebbe ihn holen mit Geschick und Mut? Und den Hut, natürlich. Was bleibt mir woanders übrig? Kann man es hier an die Seite hängen? Springe an den Seil, um zu springen. Dann müssen wir erstmal die Kiste holen. Um das Publikum ein wenig zu amüsieren. Dann müssen wir hier an den Bären vorbei. Okay. Schwenk. Schwenk. Auch die Zuschauer hängen irgendwie an Seilen. Kann das sein? Okay, ich komme hier aber nicht weg. Wie komme ich ans nächste Seilchen ran? Ja, hier. Und weiter. Und da wird schon applaudiert im Publikum. Bevor die Bärenklauen dich zerfetzen, möchte ich auf sicheren Fuß dich setzen. Ist klar. Der sieht aber nicht gerade böse aus, der Bär. Der streckt sich nicht gerade vor mir. Ich muss ehrlich sagen. Manchmal oh nein. Das Leben in seidenen Farben, was zum Glück. Ja gut, schwingen will geübt sein. Ach komm. Das kriegen wir doch hin. Na komm. Kleine Puppe. So, hier und Schwung. Und Schwung. Muss wohl noch ein bisschen eher näher dran. Verdammt! Okay, da habe ich es wieder. Da habe ich ihn wieder ein bisschen. Da war mein Kunststück noch zu schlecht für die Bühne. Was ist denn, Mädchen? Schwinge. Ach Mann, das habe ich abgebremst. Bin ich denn heute drauf? Ach du, warum denn nach unten? Was willst du denn da unten? Warum drück ich denn nach unten? Das gibt's doch nicht. Ja. Und es wird geschwungen und geschwungen. Bloß nicht erst drücken. Bloß nicht erst drücken. D und A. D und A. Irgendwann muss ich aber abspringen. Jetzt hier, oder? Muss ich S drücken, oder? Das ist hier meine Aufgabe. Wie springe ich denn nicht ab? Springe ich dann immer wieder falsch ab? Das ist klar. Okay, aber den Hut muss ich erreichen, oder? Na tolle Wurst. Ein Apfel. Und dann den Bären hier. Mit treffen. Wieso den Hut? Wie komme ich denn daran? Ich habe keine Idee, wie ich an den Hut komme. Das muss ich werfen. Weh. Den Hut abwerfen.
Okay, den Hut soll ich nicht abwerfen. Wo geht der denn hin? Ach so, da habe ich den. Ich habe den Hut. Verdammt. Verdammt, ich nehme doch. Ich mach doch, Mann. Du stehst in den Bären. Ich habe den Hut. Ich habe den Hut. Der Bär backt in mir drin. Ich habe den Hut. Seht ihr nicht? müssen wir neu starten. Ach je. Stell mich auch manchmal ein bisschen blöd an. Na komm, das schwingen können wir doch mittlerweile schon. Das kriegen wir vielleicht hin. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Jo, okay. Das Schwingen muss geübt sein. So, Steuerung Apfel aufheben. Den können wir jetzt auch werfen. Hinter den Bären. Zack. Und dann geht er sich den Apfel holen. Jetzt hol den Hut und weg damit. Ab dafür. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht. Schwärmt der Direktor und tätschelt sie sacht. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Furcht. Furcht. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Oh wei. Arme Abby, Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig. Ich will hier raus. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch raus hier. Zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Och, sehr schön. Herzlichen Dank. Und nun, jetzt können wir doch hier werfen. Aber wie hoch kommen wir denn damit? Der Lärm schallt in das Direktors Ohr. Er stapft herein. Ich glaub, das war was geht hier vor? Das ist nicht gut. Ah, ein Schlüssel an seinem Bund. Okay. Versuchen wir es mal mit was in der Nähe. Vielen Dank, liebe Mäuse. Ich nehme ihre Gabe an. So, vielleicht mal hier. Knapp daneben ist auch vorbei. Der kippt ja ständig um. Die Knüppel hier. Oder die Axt. Ja, die Axt. Jetzt müssen die Mäuse nochmal anrücken. An den neuen Apfel. So, wer ist denn hier? Lauf vielleicht mal zurück hier. Mal hier. Die Sache umwerfen. Was steht da vor? Na? Unsere Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu haben. Nein, ich jetzt schon aufschließen. Wie würde es euch wohl gehen? Ach du Schande. Würdet ihr das euch hat er doch mit einem gemerkt. Engen Käfig begnügen? Du musst den Schlüssel noch ein bisschen behalten. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen okay, Mann, möchte war das? Das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby, Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest.
Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Ja, wir kommen hier raus. Und siehe da. Die Ratten helfen uns. Zwei zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. So, und jetzt mal hier. Feuer. Andere Richtung. Das ist hier schon goldrichtig. Ich war's nicht. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Zu spät. Unsere Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum zu haben, die Welt zu erkunden. Wie würde es euch wohl gehen? Würdet ihr euch mit einem engen Käfig begnügen? Schnell, bevor es merkt. Immer aufschließen und raus mit uns. Ab dafür, ab dafür. Schritt ist wohl bedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Armer Urs, dem buchstäblich bärenstarken Bären will man wie Abby die Freiheit verwehren. Grauenvolle Bestie? Wohl kaum. Ein alter Freund. Aber, Abby, merkst okay. du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Auf die Bärentatze. Och, das ist ja sehr schön. Tebt uns hoch. Tieft uns hinaus. Achso, ja, erstmal hinüber. Schalter. Au. Verflucht. Der macht ein bisschen Lärm. Keiner gehört. Oh nein. Und nun? Ein Hebel hier. Können wir nichts betätigen, oder? Oh Mann, Bär. Was passiert jetzt? Was müssen wir tun? Was machen wir nun? Das hat doch bestimmt jemand gehört. Der Direktor. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Kann hier nur in die Richtung gehen. Das ist ja hier wohl tödlich. Sag an, was soll ich tun? Steuerung hier noch irgendwas? Was machen wir jetzt? Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Ah, schieben wir das Ding hinunter. Ah, dann haben wir hier den Fahrstuhl. Haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliehen. Doch was ist das? Der Direktor! Sie wurden entdeckt! Schnell! Oh nein. Oh, schnell. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das Seine und brummt gütig. Auf geht's, meine Kleine. Schnell weg. Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Oh, sehr schön. This is the story of a little juggler's girl. Sehr schön, haben wir die Demo zu Ende gespielt. Thanks for playing the demo. Danke fürs Spiel machen. Thanks for making this game. Das ist Juggler's Tale is coming to PC and console in 2021. Ja, also ein großartiges Spiel, was mich wirklich sehr begeistert hat. Also muss wirklich sagen, Juggler's Tale, das ist auch eins meiner Highlights. Der Wishlist auf Steam auf jeden Fall, Leute, das ist ein großartiges Spiel.
Ich werde es mir auch gleich nach der Aufnahme auf die Wishlist packen. Aber sowas von. Ein großartiges Spiel. Also, das wollte ich mal am Let's Test gezeigt haben. Ich kann es, wie gesagt, schon von. Ich kannte es schon ein bisschen vom Gong. Ausschnittsweise so. Das Ende habe ich gekannt, das mit dem Bären, dass der da flieht, also das habe ich gesehen. Aber alles davor so ein bisschen. Ja. Gut, die Credits noch ein bisschen. Ja, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und das nächste Let's Test auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Das nächste Video auf meinem Kanal. Ja. So sieht's aus, A Juggler's Tale. Also es, ich würd's unter den besten Spiel, eines der besten Spiele, besseren Spiele, die ich auf der Gamescom 2020 kennengelernt habe, stecken. Ja, weiß nicht, ob es unter die Top 3 kommt, muss mir noch überlegen. Aber schon ein großartiges Spiel. Credits sind bei so einem Indie-Game auch sehr schnell vorbei. Ja, habt noch einen guten Tag, einen angenehmen fürstlichen Tag und haut darin. Der Soundtrack ist ja auch awesome. Na dann, haut darin. Ciao, ciao.